Titan Quest 2 ist die Fortsetzung von, lass uns raten, Titan Quest 1. Und dementsprechend haben wir auch einiges an News heute im Video im Gepäck, wenn euch das interessiert. Spieler, die in meinem Alter etwa sind, auch ein bisschen älter, vielleicht auch ein bisschen jünger, sind genau in der Zeit wahrscheinlich groß geworden am PC und haben sich Titan Quest 1 gegönnt und das Spiel richtig gefeiert, weil es auch richtig coole Ansätze hatte, besonders was das Klassensystem zum Beispiel anging, dass man da viel Freiheiten hatte, sich einfach was zusammenzupuzzeln und dementsprechend dann weiterzugehen im Spiel. Das Spiel hat einem insgesamt viel Freiheit gegeben, war vom Setting her griechische Mythologie und solche Dinge, also etwas heller gestaltet als ein Diablo zum Beispiel. Und auch grafisch war es ein bisschen besser als damals Diablo 2. Hatte, glaube ich, auch die Möglichkeit, mit der Kamera ein bisschen mehr Spielereien zu betreiben und so weiter. Deshalb ein Game, was mir persönlich auf jeden Fall sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Ich habe meine CD oder DVD mit Sicherheit unten im Keller noch irgendwo liegen. Falls sich das jemand fragt, ich gehe runter und hole sie euch und zeige sie euch. Auf jeden Fall gab es Titan Quest auch mal temporär auf Steam, sogar geschenkt, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir freuen uns jetzt natürlich mega, dass wir eine Fortsetzung bekommen zu diesem Game, das dieses Mal von Grimlore Games entwickelt wird und von THQ Nordic veröffentlicht. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich starte demnächst einen Shop für Figuren, also Actionfiguren insbesondere. Wenn euch das interessiert, relics.de/newsletter. Tragt euch gerne dort ein und ihr bekommt eine Info, sobald es losgeht, plus einen Gutschein on top zur Feier des Tages. Jetzt aber weiter mit dem eigentlichen Video. Wir gehen jetzt drauf ein, was in Titan Quest 2 an besonderen Features kommt, wie Grafik bzw. Engine gestaltet ist, Multiplayer, Bossfeinde, Dauer vom Spiel, Early Access, wann ist der Release, wann könnte der sein, Endgame, für welche Plattform erscheint es und wie ist das Spiel sonst so gestrickt, was macht es besonders und für wen könnte es interessant sein. Also das haben wir heute alles im Video dabei. Gehen wir erstmal auf die besonderen Features ein. Also die Mechaniken des Vorgängers finden definitiv Berücksichtigung. Das sieht man auch im Gameplay, das sieht man im Inventar, das sieht man im Skilltree, den Titan Quest 2 mitbringt. Allerdings haben wir natürlich eine deutlich verbessertere Grafik und natürlich neue Inhalte und andere Neuerungen, die wir jetzt noch im Video besprechen werden. Beim Klassensystem ist es so, dass ihr wieder aus verschiedenen Meisterschaften wählen könnt. Das heißt, Titan Quest 1 hat euch schon verschiedene Meisterschaften angeboten und ihr konntet aus dieser Masse an Meisterschaften zwei Stück auswählen und diese miteinander kombinieren. Das heißt, jede Meisterschaft hat einen eigenen Skillbaum. Ihr entscheidet euch also für zwei verschiedene Skillbäume, die ihr dann miteinander verwebt sozusagen und einfach da eine coole Kombi findet mit passiven Skills, die ihr dort in jeweiligem Skillbaum skillen könnt und mit aktiven Skills, die ihr in dem jeweiligen Skillbaum skillen könnt. So war es auch bei Titan Quest 1 schon, allerdings kommt es bei Titan Quest 2 noch ein bisschen komplexer. Denn je mehr Punkte ihr da investiert, desto mehr Slots oder mehr Punkte schaltet ihr frei, um Modifikationen von diesen passiven oder aktiven Skills freizuschalten und die dann mit reinzupacken, um diese jeweilige Fähigkeit oder dieses passive Zeug einfach zu modifizieren und zu verändern, je nachdem wie euer Spielstil denn sein soll. Möchtet ihr wirklich physischen Schaden verstärken? Möchtet ihr Feinde besser frosten können, länger frosten können? Möchtet ihr eine bestimmte Art von Schaden pushen? Ja, wie habt ihr es vor im Spiel? Wollt ihr mehr offensiv sein? Wollt ihr mehr defensiv sein? Ihr habt bei Titan Quest 2 ebenfalls die Möglichkeit, mehr in die Richtung Tank zu gehen. Ihr könnt ein Schild tragen in Titan Quest 2. Das heißt, die Leute, die in Diablo 4 jetzt zum Beispiel momentan immer noch sehr stark die Ritterklasse oder den Paladin oder den Crusader vermissen, die könnten in Titan Quest 2 auf ihre Kosten kommen und nicht nur zuschauen, wie jetzt mit dem neuen Addon oder mit den mit den Begleitern dann doch eine Schildklasse kommt und ihr selber aber doch keine Schildklasse spielen könnt, jetzt bisher in Diablo 4. Das steht euch dann in Titan Quest 2 offen, solche Kombinationen zu machen. Ihr habt dann auch die Möglichkeit zum Beispiel zu switchen und zu sagen, hey, der Dolch gibt mir jetzt aber richtig coolen Push für den Build, den ich gerade mache. Dann nehme ich einfach den Dolch anstatt den Zauberstab zum Beispiel temporär. Ihr könnt da alles Mögliche ausrüsten, seid da also nicht irgendwie beschränkt, was eure Gestaltung von eurem Charakter angeht.
denn ihr habt am Anfang vom Spiel also keine Klassenwahl. Ihr sagt nicht, ich bin jetzt Assassine oder ich bin jetzt ein Krieger, sondern ihr erstellt einen Charakter und dann entscheidet ihr auf dem Weg mit den Skillpunkten, die ihr bekommt durch jeden Levelaufstieg, wo ihr eure Attributspunkte einerseits verteilt, um hier Schwerpunkte zu legen. Das heißt, ihr habt hier in Titan Quest II wieder die Möglichkeit, wirklich diese Attributpunkte zu verteilen, was ja bei den aktuellen Action-RPGs meistens eher ausgestorben ist mittlerweile. Ja. Und ihr habt aber auch noch diese Meisterschafts-Skill-Trees, wo ihr Punkte rein verteilen könnt, um eure Klasse anders zu definieren, abseits von der Ausrüstung und dem Gear und den Sachen, die ihr da finden könnt. Wo es übrigens auch, wenn wir jetzt auf Items und den Loot zu sprechen kommen, verschiedene Raritäten habt, wie ihr es gewohnt seid. Es gibt auch grüne Gegenstände, es gibt die gelben, es gibt die Uniques. Also solche Sachen werden da zu finden sein. Manche Uniques sogar an bestimmten Orten, wo ihr dann durch Erkundung herausfindet, ach, da kriege ich immer dieses eine Unique zum Beispiel, das wird es geben. Aber andere Uniques werdet ihr wahrscheinlich auch dann freischalten, wenn ihr bestimmte Monstertypen, Monstergruppen farmt und euch auf die konzentriert. Mehr dazu aber nachher auch noch, was Level Scaling und so weiter angeht. Da habe ich coole News für euch im Gepäck. Gehen wir auch noch kurz auf den Loot zurück. Also Rezepte zur Herstellung von Items und Rohstoffe zum Upgraden von Items soll es wohl geben. Ich habe in der neuesten Präsentation nichts mehr davon gehört. Deswegen kann ich euch das noch nicht hundertprozentig garantieren, dass das auch so erscheinen wird, dass man wohl auch Affixe bearbeiten könnte in Zukunft. Es gab eine Aussage jetzt bei der Gamescom, die darauf hindeutet, nämlich, dass ihr auch in niedrigeren Zonen Items bekommen könnt, die also die Lootjagd ab dem ersten Level quasi sinnvoll machen soll. Die Lootjagd soll ab dem Start vom Spiel relevant sein und daraus schließe ich einfach logischerweise, dass wenn ihr ein niedrigleveliges Unique-Item findet, dass ihr dieses irgendwie mitziehen könnt durch Crafting, ja, dass den Loot, den ihr bei Level 1 findet, ihr ihn so weit vielleicht verstärken könnt, dass ihr ihn einfach durch die Levels und durch den Progress quasi mitnehmen könnt. Das wäre jetzt meine Schlussfolgerung aus der Sache, ist aber keine bestätigte Info, soweit ich weiß. Ja. Was wir wissen oder zumindest so ein bisschen angeteasert bekommen haben, ist, dass Erkundung in der Welt eine ziemlich große Rolle spielt. Natürlich ist es ein Action-RPG, es wird viel gehackt und gehäckselt, ja, das ist keine Frage, aber Erkundung hat auch einen Wert. Ihr werdet jetzt nicht nur die ganze Zeit irgendwie durch Dünen und Hügel und was weiß ich was latschen und nichts zu tun haben. Das ist es nicht. Aber die Welt soll halt eben Geheimnisse, Schätze, besondere Orte und vielleicht auch bestimmte Special-Feinde und so weiter für euch bieten, wo ihr was von habt, wenn ihr einfach ein bisschen neugierig seid und mal guckt, was ist denn da hinten noch und was ist denn da unten und so weiter. Also das soll belohnt werden. So ist zumindest die Philosophie, soweit ich das mitbekommen habe, bisher von Titan Quest 2. Gehen wir weiter zum nächsten kurzen Abschnitt, nämlich Grafik und Engine. Grafik und Engine. Die Grafik ist die Unreal Engine 5, also wird über die Unreal Engine 5 realisiert. Und die ist auf dem neuesten Stand der Technik. Das heißt, wir haben hier wohl die neueste Version von der Unreal Engine 5, die zum Einsatz kommt. Multiplayer soll es wohl geben, also Koop, vielleicht auch PvP-Modi. Und Mikrotransaktionen, ich weiß nicht, warum ich das jetzt in diesem Bereich mit reingeschrieben habe, aber Mikrotransaktionen sind derzeit nicht geplant für dieses Spiel. Aber darüber wollen wir eigentlich nachher in einem anderen Abschnitt noch reden. Deshalb gehen wir weiter zum Kampfsystem bzw. zu Bossen und so weiter. Kampfsystem, seht ihr, ist dynamisch. Es ist ein Hack-and-Slay-Game, wie ihr es leibt und liebt. Und ihr müsst eure Fähigkeiten klug einsetzen. Ihr seht, dass es auch so Telegrafen auf dem Boden gibt bei manchen Feinden, wo ihr durchaus dazu angehalten werdet, nicht anzuhalten, sondern euch rauszurollen, zum Beispiel rauszulaufen aus der Fläche, also Kontrolleffekten zu entgehen, um nicht totgekloppt zu werden von Feindesmassen. Das heißt, wir haben ein bisschen den Einfluss drin, den ein Path of Exile 2 jetzt bringt mit den Ausweichrollen und dem eher bisschen Souls-like angehauchterem Action-RPG-Gameplay, genauso wie es in Diablo 4 gebracht hat, eben mit den Ausweichrollen. Es gibt auch Ausweichrollen in Titan Quest 2. Wenn ihr also das schon gerne gemocht hattet in den anderen Spielen, die ich jetzt genannt habe, dann werdet ihr es in Titan Quest 2 wahrscheinlich auch feiern. Bossfeinde werden hier auch eine Rolle spielen. Es gibt nicht nur große Bosse für die Kapitel zum Abschluss, zum Beispiel von Kapiteln, sondern es gibt auch leicht stärkere Feinde, auch unter den normalen Mobs, sag ich mal, die herausfordernder sind, die extra Angriffe haben, wo ihr deutlich mehr aufpassen müsst, was ihr macht.
damit ihr nicht totgekloppt werdet, auch von diesen stärkeren Feinden. Das gibt es ebenfalls im Spiel. Was die Charaktererstellung angeht, haben sich die Entwickler bisher noch ein bisschen zurückgehalten, aber ich habe davon gelesen, dass Spieler durchaus wahrscheinlich einen Charakter individuell anpassen können. Also am Anfang so eine Art Charaktererstellung, nicht direkt im Early Access, soweit ich es weiß, sondern aus dem Laufe der Entwicklung wird dann noch was dazukommen, was bereits jetzt in der Umsetzung ist. Also es wird schon entwickelt, wie ihr euren Charakter erstellen könnt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine Art Editor geben wird, wo ihr Anpassungsmöglichkeiten habt. Denn man hat auch im Gameplay bereits gesehen und in den Präsentationen, dass sie auf die Details schon deutlich Wert legen. Zum Beispiel sieht man die Heiltränke am Gürtel oder den Mana-Trank am Gürtel von der Spielfigur. Also solche Details sind mit drin. Da gehe ich stark von aus, dass sie auch die Individualisierung bei der Charaktererstellung ein bisschen mit einbringen werden. Steuerung ist mit Maus und Tastatur möglich. Ich weiß nicht, ob WASD schon bestätigt wurde. Ich glaube nicht, aber Maus und Tastatur und Controller ist möglich, wird möglich sein. Warum? Gehen wir gleich auch drauf ein. Das Spiel wird auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series XS erscheinen. Dementsprechend erschließt sich das, dass so ein Controller auch möglich ist. Ne? Sonst wäre es ja ein bisschen blöd. Gehen wir kurz auf den Abschnitt Endgame und den Preis ein. Hier wird es dann spannend. Also es wird wohl Endgame-Inhalte geben. Ihr werdet so Herausforderungen haben, vielleicht zusätzliche Quests und regelmäßige Content-Updates. Mit sowas ist zu rechnen. Allerdings, und da kann ich jetzt schon vorgreifen, was ich eigentlich noch mit reinbringen wollte, ihr werdet keine Seasons haben. Also Titan Quest 2 wird keine Seasons mitbringen. Das wurde jetzt bereits offiziell bestätigt. Und wer sowieso mit diesem Seasons-Modell nicht besonders viel anfangen konnte, wie ich bisher ehrlich gesagt auch. Ich bin bisher in wenigen Spielen irgendwie mit Seasons warm geworden. Meistens war das für mich persönlich zu wenig, um mich lange zu motivieren. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber auf jeden Fall, ich persönlich, mich haben Seasons bisher noch nie wirklich krass überzeugen können. Vielleicht bin ich auch einfach nicht der Typ dafür. Wenn ihr das auch nicht seid, dann werdet ihr wahrscheinlich diese News feiern, weil das Spiel dann einfach nicht so gestaltet sein wird, dass ihr einmal gegen mythologische Monster kämpft und dann einmal gegen irgendwelche Fantasy-Gestalten und einmal gegen Sci-Fi-Modus, Titan Quest 2 in Sci-Fi-Manier oder was weiß ich was, dass noch Star Trek mit reinkommt und sonstige Konsorten. Das könnt ihr also streichen erstmal aus der Erwartung und dementsprechend haben wir es wahrscheinlich so, dass wir es hier mit einem Premium-Modell zu tun haben. Es wird gewissermaßen vielleicht ein Vollpreisspiel. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das vielleicht im Bereich 40, 50 Euro bewegt. So würde ich das zumindest mal grob einordnen. Könnte natürlich sein, dass es noch mehr ist, aber im Early Access vielleicht so 40, 50 Euro. Und wenn wir gerade über Early Access sprechen, Dauer ist mir nicht bekannt, aber anscheinend ist jetzt dieser Winter angepeilt als Early Access Start. Also manche haben ja auch schon bei dem letzten großen Trailer haben so gesagt, im internationalen Raum, ja, das kommt aus irgendwann Ende 2025 oder so oder vielleicht sogar aus 2026. So sieht es nicht aus, der Early Access Winter 2024. Ich glaube aber auch, dass sie allgemein Winter gemeint haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es nicht unbedingt jetzt noch in diesem Winterstart 2024 kommt, sondern vielleicht auch Januar, Februar 2025. Das könnte ich mir gut vorstellen, besonders weil jetzt auch was, ich habe zumindest noch was in meinem Ohr, dass sie was gesagt haben, sie wollten gucken, dass sie natürlich nicht mit Path of Exile 2 in Konflikt kommen. Path of Exile 2 kommt ja im November irgendwann, startet es zumindest mal und mit den Seasons wahrscheinlich auch nicht so arg in Konflikt kommen wollten, was Diablo 4 und so weiter angeht. Das weiß ich deswegen auch nicht, ob es jetzt im Dezember vielleicht was wird mit dem Early Access Start oder eben erst im neuen Jahr, Anfang vom neuen Jahr. Bin gespannt und freue mich auf jeden Fall drauf, je nachdem, wann es dann passiert. Was haben wir sonst noch so als Ausblick bekommen für Titan Quest 2? Also keine Mikrotransaktion haben wir drüber gesprochen. Was ich daraus aber auch Schönes schließe, ist halt, und das wurde auch schon gesagt, jetzt bei einer Präsentation auf der Gamescom, dass wir es wirklich mit echten Items zu tun haben, mit geilen Items, die auffindbar sind. Das heißt, wer von der alten Schule ist, und ich persönlich ordne mich dieser auch zu, dass ich mich einfach in einem Spiel, in einem Hack and Slay vor allem, darüber gefreut habe, ein richtig geiles Item zu finden und dann richtig geil auszusehen. Und
dass man dann einen Spieler ansieht, boah, der hat das geile Item gefunden, der hat so lange gefarmt, der hat es gefunden, geil, der hat den Großvater gehabt oder was weiß ich alles, ja. Dass man das sehen konnte und dass das dann auch deswegen geil war. Das wird es in Titan Quest 2 eben geben und nicht irgendwie, ja, ich mache Season Pass, Cosmetic, dies und das, kaufte das und es gibt quasi diese Visual Progression, wie man es sie nennt, über eine Bezahlfunktion. Das ist in Titan Quest 2 nicht drin. Das heißt, ich kann nur geil aussehen, wenn ich lang gezockt habe und den geilen Stuff gefunden habe, effektiv gefunden habe. Und das feiere ich persönlich sehr, weil das ist etwas, was mich persönlich stark motiviert hat, lange Hack'n'Slay Games zu zocken in der Vergangenheit und was mich eher demotiviert hat, Hack'n'Slays zu zocken heutzutage, weil durch diese ganzen Cosmetics für mich irgendwie ein gewisser Reiz rausgegangen ist, weil man sich das eben kaufen konnte und dann einfach geil aussah, anstatt durch den Progress. Was haben wir sonst noch? Transmog haben wir trotzdem drin. Also das wird wohl nicht zum Early Access Start drin sein, aber es wird noch kommen. Dann haben wir einen geplanten Loot-Filter, der dann in der Zukunft irgendwann noch dabei sein wird. Zum Early Access haben wir eine Kampagne, die wahrscheinlich so etwa 10 bis 12 Stunden dauern wird, je nachdem, wie intensiv ihr das spielt und wie sehr ihr euch mit den Skilltrees beschäftigt und so weiter. Und den Details, etwa 10, 12 Stunden wird es beim Early Access Start von der Dauer sein, aber ihr könnt ja über die Kampagne hinaus auch weiter zocken, was ja bei solchen Games hauptsächlich der Plan ist eigentlich. Deutsche Sprachausgabe ist geplant, das heißt, wir werden hier wirklich wahrscheinlich schön eine deutsche Vertonung haben, anstatt nur deutsche Untertitel, das feiere ich sehr. Wir haben eine Open World mit Tag- und Nachtwechsel und jetzt kommt noch, eigentlich fast zum Schluss, habe ich das für euch noch, ein besonderes Schmankerl, also zumindest für mich war das eins, es gibt kein automatisches Level-Scaling in diesem Spiel. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal wirklich weit fortgeschritten seid und ihr geht in eine Anfängerzone zurück, könnt ihr euch da tatsächlich durchhacken. Und das hat für mich besonders den Reiz, wenn ich an meine Diablo 2 Zeiten zurückdenke, dass man einfach durchgezogen werden konnte. Ne? Wenn man online gespielt hat im Battle.net, wer kann mich ziehen und so weiter. Und wir hatten einen Clan und da haben einen die Leute kurz durchgezogen durch komplett alle Akte und dann warst du, glaube ich, so irgendwas Mitte Level 70 meistens, glaube ich. Und dann hast du dann da weiter durchgeholzt, aber du konntest so deine Charaktere leicht durchziehen. Es hat für mich den Hauch davon, dass das vielleicht in Titan Quest 2 ähnlich funktionieren könnte. Man kann sich mit starken Charakteren die neuen durchziehen. Wenn das Spiel diese Freiheiten bietet, würde ich das persönlich sehr feiern. Denn dann kann man selber einfach sein Endgame-Content machen, wie man darauf Bock hat und wird nicht irgendwie durch dieses Level-Scaling krass zurückgehalten oder eher zurückgehalten. Und man kann sich einfach auch mal overpowered fühlen, wenn man Bock drauf hat. Ja, das finde ich persönlich eigentlich eine sehr gute Sache. Und was für mich dann auch noch besonders war dabei, ist der Zusatz, automatisch gibt es kein Level-Scaling. Es gibt aber Level-Scaling, wenn man es will. Denn da gibt es ein Ritualsystem. Wenn man dieses einsetzt, dann kann man tatsächlich eine bestimmte Zone mit bestimmten Monstern oder einer bestimmten Monsterfamilie, kann man deren Level erhöhen auf das eigene Level, damit man die Herausforderungen hat und einen besseren Grind oder was weiß ich, eine bessere Drop-Chance vielleicht auch, was weiß ich. Aber wenn man dieses Level-Scaling will, kann man es haben, aber grundsätzlich ist es nicht drin. Und diese Art von Freiheit feiere ich persönlich sehr, weil es für mich einfach in dem Sinne von andere Leute durchziehen, sich mal overpowered fühlen, vielleicht auch mal ein bisschen niedriger gehen, einfach mal durchflügen und einfach sehen, boah, was habe ich bisher für einen Fortschritt gemacht? In der Zone habe ich mich damals so schwer getan mit meinem Charakter. Jetzt rausche ich da einfach mal durch und habe einen riesen Gaudi dabei. Muss ja nicht immer alles hier grob durchgeplant sein von den Developers, sondern die Spieler können auch ihren Spaß sich selber finden, solange das Spiel einen da nicht eingrenzt und einem die ganzen Freiheiten nimmt, weil sie irgendwie denken, diese Regeln aufstellen zu müssen, aus welchem Grund auch immer. Und daher habe ich große, gute Hoffnung für Titan Quest 2. Ich freue mich sehr drauf. Lasst mir gerne einen Kommentar dran, wenn ihr euch auch drauf freut und wenn euch das Video natürlich gefallen hat. Daumen nach oben würde mir sehr helfen und natürlich Video teilen und so weiter. Feine Sache. Schön, dass ihr dabei wart, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen.